Du hast meinen Zauber-Taco gefunden. Den muss ich haben. Ich gebe dir 1000 Euro dafür. Ja, der Taco gehört mir. Warum ich dir so viele Kohle für den Taco gebe? Weil ich deppert bin. Sehe ich ruhig in meinem Laden um. Ich habe nämlich neue Ware bekommen. Ja, das sieht man's doch. Kennen wir davon irgendwas noch nicht? Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ich glaube, die kennen wir noch nicht, oder? Ist nämlich meiner Meinung nach eine der coolsten Pflanzen, die es gibt. Das ist der Katzenschwanz. Das ist die Erweiterung für Seerosenblätter. Also diese Pflanzen, die da so einen lila Hintergrund haben, sind allgemein Erweiterungspflanzen, die man auf andere Pflanzen dann drauf pflanzen kann, damit sie besser werden. Der Katzenschwanz ist quasi die Erweiterung für Seerosenblatt. Die Stinkmorchel ist die Erweiterung vom Stinkpilz. Die Doppelsonnenblume von der Sonnenblume. Captain Obvious, ne? Und die MG-Epse vom Duplinator. Hab aber bis jetzt nicht vor, da irgendwas zu kaufen. Ansonsten gibt's jetzt den Rechen. Der gibt uns drei Level lang, hält der. Und der erste Zombie, der da drauf tritt, der ist einfach, ja, weg. Der tritt auf den Rechen und vernichtet sich damit selbst. Habe jetzt aber nicht vor, irgendwas zu kaufen, weil ich eigentlich jetzt erstmal darauf sparen will. Ich brauche nämlich den 9. Extraplatz. Und dann kommt das, der Vasenbrecher. Hey, ich und mein Kumpel Harvey Flexcaster haben immer Vasen zerbrochen, wenn wir uns gelangweilt haben. Tja, Harvey ist verreist, deshalb kommst du jetzt mit mir, Harvey Nummer 2. Lass die Scherben fliegen, Harvey! So. Schauen wir doch mal. Beim ersten kann man auch ziemlich alles zerdeppern, was man will, weil man mehr Matschkürbisse kriegt, als man Zombies hat. Du hast sie zerbrochen, so wie ich mir damals beim Durchwühlen der Mülltonne das Kreuz gebrochen habe. Hier, ich habe noch ein paar was für dich. Aber zerbrich nicht alle auf einmal. Du willst doch nicht mit mehr Zombies rumschlagen, als du verkraften kannst, oder? Ja, das ist keine so gute Idee, sich mit mehr Zombies rumzuschlagen, als man verkraften kann. Okay. Ah nee, du solltest auf den da springen. Fertig. Klasse. Das dürfte es dann gewesen sein. Wenn du die auch noch zerbrochen hast, bist du fertig. So. Ich glaube, das war's. Und da kriegen wir die Knallerbse. Eine sehr seltsame Pflanze. Verschießt Erbsen nach vorne und nach hinten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso sollte man eine Pflanze brauchen, die nach hinten schießt? Ja, da gibt's gleich einen ganz speziellen Zombie, der uns da jetzt gleich gehörig auf die Nerven gehen wird, nämlich der Buddel-Zombie. Der gräbt sich nämlich einmal unten durch unseren ganzen Garten durch, taucht dann hinten am Ende hinter unseren Sonnenpilzen quasi auf und geht dann von hinten bis nach vorne durch. Und genau in dem Moment kommt die Knallerbse zum Einsatz. Die schießt ihn nach hinten nämlich ab, bevor der größeren Schaden anrichtet. So, wir haben in diesem Level keine Ballonzombies oder irgendwie sonst was Gefährliches. Das einzig wirklich Gefährliche hier ist der Buddelzombie.
Buddelzombies wäre ich allerdings normalerweise mit anderen Pflanzen, aber die habe ich noch nicht, weil der kommt hier in einer von den beiden. Ich hoffe aber hier. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich will diesen... Also es ist ein Pilz wieder, der da kommt, und den will ich so schnell wie möglich haben eigentlich. So, erstmal die vier Standardpflanzen. Ich brauche den jetzt wegen unserem schönen Freund, dem Buddelzombie. Ansonsten hätte ich noch gerne Angsthasenpilze. Am Wasser kommt heute nichts Gefährliches, wenn ich das richtig sehe. Wir haben nicht mal Delfin-Zombie, wir haben sonst wirklich nur Zombies und Pylon-Zombies. Sollte also echt kein großes Problem sein. Zum Nebel wegpusten nehme ich noch ein Wehblatt. Und... was nehmen wir noch mit? Unheilspilz, einfach weil wir es können. So. Schauen wir mal, wie viele Wellen wir hier jetzt haben. Eine. Das ist der große Vorteil an den Nebellevels. Die meisten davon sind relativ kurz. So, die Sonnenproduktion steht mehr oder weniger. Ach, wir haben den Rätselmodus freigeschaltet. Da können wir ja nachher auch gleich nochmal reinschauen. Vor allem, wenn wir da noch ein bisschen Geld verdienen können. Was uns näher an unseren 9. Samenplatz ranbringt. Da kommt der erste Buddelzombie und ich habe auch schon fast die nötigen Sonnen, um die erste Knallerbse einzupflanzen. Gibt nämlich noch so eine Besonderheit an der Knallerbse. Nach vorne schießt sie wie eine normale Erbsenkanone. Nach hinten verschießt sie wie ein Duplinator. Sonst noch irgendwas? Ne, bis jetzt sind alle wieder relativ heile. Das heißt, ich kann mal ganz kurz den Nebel wegblasen. So, und jetzt brauche ich relativ dringend ein paar Sonnen. Sollte erstmal genug sein. Und wir kriegen die Sternfrucht. Die verschießt Sterne in 5 Richtungen. Ja, und zwar nach oben, nach unten, nach hinten, nach schräg vorne und ja, 2 nach schräg vorne einfach. Also überall hin, nur nicht nach vorne. Und das ist das Schwierige an dieser Frucht.
Ja. Ich gehe jetzt erstmal kurz ins Hauptmenü und ich mache jetzt mal eine ganz, ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Für euch wird es wahrscheinlich eh nur ein ganz kurzer Cut sein. Bis gleich. So, da geht's auch schon wieder weiter. So, ich muss dringend was erledigen. Tut mir leid. Wir machen jetzt am besten gleich weiter, weil wir haben jetzt den Rätselmodus freigeschalten. Und dann können wir jetzt ein paar Rätsel machen. Nämlich hier, wir kennen es ja schon, Vasenbrecher. Das ist das Vasenbrecher-Spiel. Manche Levels sind ziemlich schwierig. Viel Glück. Ja, na dann gehe ich mal meine Lieblingstaktik durch. Mit denen sollte ich das die Reihe schaffen. Mit einmal Zombie greife ich an. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Den ganzen Rest kann ich jetzt da unten hinpflanzen. Er war relativ einfach, will ich mal behaupten. Und ich habe ein neues Vasenbrecher-Level freigeschalten. Zwei links, zwei rechts. Ja. So. Sollte reichen, um alle Zombies zu vernichten. Einmal nur noch abwarten und da haben wir auch dieses hier geschafft. Ein neues Vasenbrecher-Level freigeschaltet. Die dritte Vase. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist schön, dass wir hier nur sowas haben. Brauchen wir noch. Dann haben wir es auch. Oh, die Vase muss ich noch aufmachen. Stimmt. So, das war's mit den. Ja. Das war's mit den Vasenbrechern erstmal. Jetzt haben wir noch das Eis-Zombie-Spiel. Die Zombies haben mich gefragt, ob ich ihnen zeige, wie man Häuser überfällt. Ich habe zugesagt, solange keine Pflanzen zu Schaden kommen. Deshalb habe ich ein paar Pappkameraden auf deinen Rasen gestellt. Viel Spaß! Ja, wir müssen heute ausnahmsweise mal selber mit den Zombies spielen. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir setzen die Zombies dahin und wenn wir die Sonnenblumen fressen mit denen, dann gibt's Geld, also gibt's Sonnen und mit den Sonnen können wir uns neue Zombies holen. Jetzt brauche ich hier zum Beispiel mal ein paar Opferzombies für die Kollegen hier. Jetzt kann ich hier so einen reinschicken. Hier muss ich auch einen Zombie reinopfern. Einfach um die hier mal auszuschalten.
So, jetzt müssen wir einfach nur noch überall einen Eimer-Zombie durchschicken. Hier können wir auch mal einen Voll-Zombie durchlassen. Und hier auch noch einen Eimer-Zombie, wir haben es ja jetzt. Der Rest sollte von selbst gehen, wenn wir am Schluss die Gehirne kriegen. Haben wir, also wir brauchen alle Gehirne und dann haben wir gewonnen. Eigentlich ein lustiges Spiel. Vor allem, weil man mal von der anderen Seite denken muss. Was braucht man, um an speziellen Pflanzen vorbeizukommen? Und da fällt das letzte Gehirn und wir kriegen nochmal 1000 Euro. Ich habe ein neues iZombie-Level freiGeschaltet. iZombie Teil 2. So, was haben wir denn hier? Ja. Am besten sammeln wir erstmal ein paar Sonnen. Und der fliegende Zombie, der hilft uns dabei, die Kollegen hier ein bisschen aufzuhalten. Gitter hält natürlich auch den Frosteffekt von den Hagelzuckererbsen ab. So, hierfür brauchen wir einen Eimer-Zombie. Genauso hierfür und hierfür. Dann sollte das eigentlich schon gewesen sein. Das erste Gehirn wurde eben gefressen. Das kommt auch locker durch. Und ein weiteres iZombie-Level geschafft. Hast du's drauf? Werden wir ja sehen. Doch, das ist ja süß. Da können wir erstmal einen von diesen Zombies hier durchschicken, weil hier in dieser Reihe ist eigentlich keine Verteidigung. Zunderholz bringt nur was, wenn da irgendwelche Pflanzen dazustehen. So, ich warte jetzt nur, bis der an der Sonnenblume da dran ist, weil dann kann ich auch den ganzen Rest hier noch schön leicht ausschalten. Jetzt kann ich hier einen Buddel-Zombie durchschicken, der das Ganze von hinten aufräumt. Hier muss ich mal so einen durchschicken, damit da hinten die Kartoffelmine reinrennt. Hier sollte ein Eimer-Zombie genügen. Genauso hier. Ich lege jetzt eh wieder einen Haufen Sonnen, dadurch, dass ich die Sonnenblumen jetzt erwische. So, die Frage ist, was brauchen wir hierfür? Ich weiß nicht, ob es der durchschafft. Ich schicke da einmal den Buddelzombie durch. Genau. Der Buddelzombie schaltet hier auch noch die Kartoffelminen aus. Ganz vergessen, dass die Kartoffelminen auch gegen die Buddelzombies wirken. So, jetzt muss nur noch der Eimer-Zombie bis zum Gehirn durch und dann haben wir das auch wieder geschafft. Und so hat man ganz schnell ein bisschen Geld verdient.